Gut, dann würde ich sagen, dass wir in die Tagesordnung einsteigen, wenn keiner etwas dagegen hat. Und beginne mit dem Punkt 68, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Aktuelle Stunde. Verkehrswende schreitet voran. Bahntrasse zwischen Fulda und Gelnhausen steht fest. 19:65-57. Es beginnt die Frau Kollegin Karin Müller, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, brauchen wir die Energiewende. Und zur Energiewende gehört die Verkehrswende und dazu natürlich auch eine andere Verkehrspolitik. Nicht nur, um die Klimakatastrophe aufzuhalten, sondern auch, um nicht noch mehr Staus auf den Straßen zu haben, brauchen wir den Ausbau der Schieneninfrastruktur. Deswegen war der letzte Freitag ein guter Tag für die Verkehrswende. Und das in zweierlei Hinsicht. Letzten Freitag wurde in Wächtersbach von der Bahn die bevorzugte Variante für die Neubaustrecke Fulda-Gelnhausen vorgestellt. Und damit kommt zum einen der Neubau der Schieneninfrastruktur ein gutes Stück voran, aber zum anderen wurde ein wichtiger Zwischenschritt in einem mehrjährigen Dialogverfahren gesetzt. Das Dialogverfahren ist meiner Meinung nach ein Meilenstein in der Infrastrukturplanung. Kurz nach der Übernahme vom Verkehrsminister Al-Wazir hat er zusammen mit der Bahn das Dialogverfahren gestartet. Das ist jetzt vier Jahre her. Da kann man sagen, das ist eine lange Zeit. Aber es war ein einmaliges Verfahren. Alle reden von Planungsbeschleunigung, aber keiner weiß so genau, wie das gehen soll. Das war der Versuch, Verfahren von Infrastrukturprojekten zu beschleunigen. Und um die Staus in den Ballungsgebieten zu reduzieren, müssen wir die Schieneninfrastruktur deutlich ausbauen und deutlich schneller als bisher. Die Kinzigtalbahn, um die es hier geht, wurde bereits seit 2008 von der Bahn als überlastet gemeldet. Und seit den 90er Jahren gibt es schon Überlegungen für eine Fernverkehrsstraße. Und bei anderen Projekten, das wissen wir, der Nordmainischen S-Bahn, Regionaltangente West und, sind die Verfahren ebenso schnell. Das muss einfach schneller gehen. Durch die Variantenentscheidung am letzten Freitag ist die Realisierung dieser Neubaustrecke erstmals in greifbare Nähe gerückt. Das ist eine gute Nachricht, wie ich finde, und allemal eine Aktuelle Stunde wert. Ich will aber nicht so sehr auf die Details der Strecke eingehen, sondern wirklich noch einmal auf das Verfahren. Das Verfahren ist bis jetzt auch noch nicht abgeschlossen. Der Dialog geht weiter. Jetzt geht es um die Feinplanung, um den Lärmschutz im Main-Kinzig-Kreis, die Barrierefreiheit an der Bestandsstrecke und. Da wird weiter geplant. Aber es ist erst einmal ein Meilenstein, dass sich für eine Variante entschieden wurde. Und deswegen können wir festhalten heute, dass das von Tarek Al-Wazir initiierte und von der Bahn durchgeführte Dialogverfahren ein Weg sein kann, um Akzeptanz und Transparenz für große Infrastrukturprojekte zu schaffen und damit dann die Verfahren auch zu beschleunigen. Sicherlich sind immer noch nicht alle 100% zufrieden, und es gibt auch immer wieder Personengruppen, die von der Planung erst etwas mitbekommen, wenn es vor der Haustür stattfindet. Aber aus diesen Erfahrungen kann man ja auch lernen. Das Wichtigste an dem Prozess war, dass es von Anfang an eine ergebnisoffene Diskussion war mit allen Planungsbeteiligten. Es gab keine Vorfestlegung, auch nicht von der Politik, die im Vorfeld schon wusste, was die beste Variante ist. Im Dialogverfahren sind Vertreter aller betroffenen Gruppen und Personenkreise zusammengekommen, die Meinungen und Positionen zu möglichen Trassenführungen ausgetauscht haben. Die werden dann immer unterfüttert mit Fakten und Infos. Hinweise und Wissen aus der Region konnte aufgenommen werden, und die unterschiedlichen Schutzgüter, Umwelt- und Naturschutz usw. Und so weiter, wurden immer konsequent bewertet und in Vergleiche gestellt. Das Dialogverfahren ersetzt nicht das formelle Verfahren, sondern hat einen empfehlenden Charakter. Deswegen, auf den ersten Blick könnte man sagen, so ein langer Aufwand, so ein Vorlauf und Unzufriedene gibt es trotzdem. Aber auf den zweiten Blick
lohnt sich der vermeintliche Mehraufwand. Denn bei der Nacharbeit, wenn es jetzt um das Raumordnungsverfahren und um das Planfeststellungsverfahren geht, müsste man das alles sowieso untersuchen. Das hat man jetzt schon in einem breiten Beteiligungsprozess getan und dafür auch mehr um Akzeptanz geworden. Das könnte, wenn es dann trotzdem noch zu Gerichtsverfahren kommt, ist man da auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Und auch das könnte eventuelle Verfahren dann beschleunigen. Das Dialogverfahren, konsequent angewendet bei großen Infrastrukturprojekten, könnte zu einer neuen Planungskultur werden und damit auch zu immer wieder geforderten Beschleunigung von Verfahren führen. Damit war und ist das Dialogverfahren ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer besseren Mobilitätspolitik. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. – Das Wort hat der Abg. Frankenberger, SPD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Aktuelle Stunde der GRÜNEN besteht ja so aus zwei Teilen. Einmal die Verkündung der Vorzugstrasse durch die Bahn bei der Neubaustrecke Frankfurt-Fulda für den Abschnitt Gelnhausen-Fulda. Und der zweite Teil, ganz theatralisch, die Verkehrswende in Hessen schreitet voran. Meine Damen und Herren, wenn es einen Preis geben würde, welche Fraktion für die größte Selbstbeweihräucherung mit der geringsten Substanz hier im Hessischen Landtag geben würde, Bündnis 90 Grüne wäre für mich Haushoher-Favorit, meine Damen und Herren. Das macht diese Aktuelle Stunde mit dem Titel „Die Verkehrswende schreitet voran“ mehr als deutlich. Meine Damen und Herren, am vergangenen Freitag gab die Deutsche Bahn ihren favorisierten Verlauf für die geplante Neubau- und Ausbaustrecke zwischen Gelnhausen und Fulda bekannt. Es handelt sich bei dieser Ankündigung um die Vorzugstrasse der Bahn, die Variante 4. Sie soll für kürzere Fahrzeiten um 11 Minuten auf der Strecke Fulda-Gelnhausen und auch, das finden wir gut, für ein verbessertes Nahverkehrsangebot in der Region sorgen. Die SPD fordert diesen wichtigen Lückenschluss im Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn schon seit vielen Jahren. Daher begrüßen wir es, dass es für den Teilabschnitt Fulda-Gelnhausen ein Vorschlag von der Bahn auf dem Tisch liegt. Und unser Dank gilt natürlich allen Beteiligten. Und wir finden es gut, dass dieses Dialogverfahren stattgefunden hat. Wir danken aber den Bürgerinnen und Bürgern, also allen, die sich an diesem aufwendigen Verfahren beteiligt haben und es möglich gemacht haben, dass nun endlich dieser Vorschlag auf dem Tisch liegt. Wir wissen aber auch, dass es natürlich betroffene Bürgerinnen und Bürger geben wird, die diesen Vorschlag ablehnen. Und wie es in einem Rechtsstaat üblich ist, werden viele Betroffene ihre rechtlichen Möglichkeiten dazu auch nutzen. Es werden also noch Jahre vergehen. Optimisten sprechen frühestens von 2023, dass die ersten Gleise verlegt werden. Und die Optimisten sagen, dass vor 2030 mit der Inbetriebnahme der Strecke es sowieso nichts werden wird. Meine Damen und Herren, frühester Beginn der Bauarbeiten 2023, früheste Inbetriebnahme 2030. Und das nehmen die GRÜNEN hier zum Anlass, im Landtag von der Verkehrswende, die in Hessen mit großen Schritten voranschreitet, eine Aktuelle Stunde abzuhalten. Meine Damen und Herren, das zeigt, entweder haben die GRÜNEN die Herausforderung an eine Verkehrswende nicht begriffen, oder sie haben bei der Verkehrswende sämtliche Ambitionen abgelegt. Wir stellen ja fest, dass die GRÜNEN seit einiger Zeit ein Bild zu stellen, das nach folgendem Muster gestrickt ist. Unter den CDU-Landesregierungen passiert in Hessen nichts. Erst seitdem wir in der Regierung sind, geschieht etwas. Am Dienstag, die Regierungserklärung des Ministers, war eine nach diesem Muster.
ist aber auch schiefgegangen. Meine Damen und Herren, da haben die GRÜNEN recht. Die CDU hat aber bei der Neubaustrecke Fulda-Frankfurt in ihrer Regierungszeit nichts getan. Aber die Behauptung, dass die Verkehrswende nun voranschreitet, die ist doch mehr als verwegen. Was macht denn diese Verkehrswende in Hessen eigentlich aus? Sind es die vielen Autofahrer, die tagtäglich in Hessen im Stau stehen? Sind es die Pendlerinnen und Pendler im Rhein-Main-Gebiet, die in überfüllten S-Bahnen, die auch zum Teil noch verspätet sind, sitzen und zu spät an ihre Arbeitsstelle kommen oder zu spät in den Feierabend kommen? Sie sollten die einmal fragen, wie die diese Verkehrswende, die in Hessen voranschreitet, empfinden, meine Damen und Herren. Und was sagen Sie denn den Menschen im ländlichen Raum, deren Anbindung an den ÖPNV mehr als dürftig ist, wie Sie die hessische Verkehrswende empfinden? Meine Damen und Herren, wir brauchen mehr Kapazitäten im Ballungsraum, wir brauchen mehr Angebote im ländlichen Raum, und wir brauchen vernünftige Übergänge vom Individualverkehr zum ÖPNV. Denn ohne einen attraktiven ÖPNV ist eine Verkehrswende nicht möglich. Und da sage ich, hören Sie auf mit plakativen Formulierungen, gehen Sie an die Arbeit. Was Sie gut beherrschen, sind plakative Überschriften. Aber wenn man reinsticht, kommt ganz viel heiße Luft raus, meine Damen und Herren. Die Verkehrswende in Hessen, sie schreitet nicht voran, sie kriecht im Schneckentempo, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Frankenberger. Das Wort hat der Abg. Jürgen Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen! Der Tag beginnt ja heute doch durchaus friedlich. Das ist ja auch mal zur Abwechslung auch ganz nett. Lassen wir es doch auch einfach dabei. Es ist auch richtig, die Ausbaustrecke Fulda-Frankfurt ist einer der wichtigsten Projekte seit der deutschen Einheit. Die Trasse Fulda-Frankfurt gehört zu den stärksten belasteten Abschnitten des ganzen Netzes der Deutschen Bahn. Fernverkehre, Regionalverkehre, Güterverkehre, alle gehen über die gleichen Strecken. Es ist eine zentrale Achse für die Nord-Südwest-Verbindung und auch für die Ost-Südwest-Verbindung. Meine Damen und Herren, es ist eben schon mal ein bisschen angeklungen, dass die GRÜNEN das sozusagen als ihr Projekt verkaufen wollen. Ein bisschen schwierig. Seitdem das Projekt die Idee gefunden hat, hat hier in dem Haus bis auf die LINKEN jeder schon einmal auch Regierungsverantwortung in den unterschiedlichsten Konstellationen getragen. Das Projekt ist seit 1992 im Bundesverkehrswegeplan. Und, meine Damen und Herren, seit 2000 auch im Landesentwicklungsplan, z.B. unter der Regierungszeit von Dieter Posch. Und, meine Damen und Herren, bemerkenswert ist der Bruch 2002. Dort wurden nämlich für 10 Jahre die Planungen abgebrochen und zurückgestellt, weil der Bund für das Projekt kein Geld zur Verfügung gestellt hat. Das war Rot-Grün, meine Damen und Herren. Das war die Bundesregierung Schröder-Fischer. Die haben damals die Planung eingestellt, und so sind 10 Jahre verloren gegangen. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Also, dass es jetzt unbedingt ein grünes Projekt ist, das weiß ich jetzt nicht so unbedingt. Ich finde das auch gar nicht schlimm, dass das Projekt dann jetzt hat. Es ist ja auch wieder aufgenommen worden. Und, meine Damen und Herren, das Dialogverfahren, was noch zu der letzten Regierungszeit von CDU und FDP ins Spiel gebracht worden ist und als mögliche aus den Erfahrungen von Stuttgart 21, dass man gesagt hat, wir müssen die Menschen mitnehmen, meine Damen und Herren, es war die Erfahrung damals, welche Proteste und Widerstände mittlerweile in der Bevölkerung es zu solchen Ausbaustrecken gibt. Wenn wir jetzt die Variante haben, die die Deutsche Bahn herausgefunden hat, es standen am Ende von vielen Varianten noch zwei
zur Auswahl, dann will ich die fachlich sachlich gar nicht bewerten. Die beiden Varianten, die zum Schluss noch irgendwo eine Rolle gespielt haben, sind von der Fahrzeit identisch. Sie sind von der Länge fast identisch. Selbst von den Tunnelbauwerken oder von den Brückenbauwerken ist kein großer Unterschied. Die spannende Frage wird sein, weil Frau Müller, Sie haben jetzt das Dialogverfahren so stark angesprochen, ist, wie wird es denn am Ende tatsächlich auch zum Erfolg geführt haben? Also das jetzt sozusagen im Vorfeld schon zum Erfolg zu erheben, das weiß ich nicht. Das wird erst einmal dann sein, wenn die Bahnstrecke kommt. Und wenn Sie sich das angucken, meine Damen und Herren, und das ist, da gebe ich dem Kollegen Frankenberger ausdrücklich recht, es ist fast 30 Jahre her, es ist fast 30 Jahre her, bis die erste Schiene dann tatsächlich gelegt wird. Dann kann man dann schon einmal fragen, wenn die Grünen von der Verkehrswende reden, wo sind denn Ihre neuen Projekte? Wenn man heute etwas anschieben will, was wir vielleicht alle dann nicht mehr erleben werden, dass man das tatsächlich irgendwo in Amts und Würden auch noch einweihen kann. Frau Müller, dann muss man da jetzt mit anfangen. Wo ist Ihr Transrapid? Wo ist Ihre Idee für einen Transrapid? Frau Müller, wo ist Ihre Idee für einen Zeppelin-Flughafen in Kalf? Frau Müller, dann machen wir es mal, dann machen wir es kleiner. Dann machen wir es kleiner. Meine Damen und Herren, Moment bitte, Herr Kollege Lindes, meine Damen und Herren, bitte. Herr Kollege Lindes, einmal, macht er mal langsam. Keine Aufregung. Herr Kollege Wagner, das Wort hat der Kollege Lindes. Bitte um etwas Aufmerksamkeit. Ich wusste, dass Sie an dieser Stelle wach werden. Meine Damen und Herren, dann machen wir es kleiner. Frau Müller, die RTW, die Regionaltangente West, ist mit Sicherheit ein Projekt, das hervorragend ist. Aber wo stellen Sie sich, Herr Al-Wazir, stellen Sie sich mit mir an die Strecken, wo die Regionaltangente Süd oder Ost geplant werden soll? Wo ist Ihre Idee für eine Verkehrswende im Rhein-Main-Ballungsraum? Dann machen wir das zusammen. Das können wir gerne machen. Die Fantasie von Ihnen fehlt mir. Wo sind Ihre Ausbaupläne für die Verlagerung der Mittelrheintrasse? Wo sagen Sie, wir nehmen die Trasse aus dem Mittelrheintal raus und verlegen sie, um die Menschen von dem Lärm und von den Durchgangsverkehren zu belasten? Wo ist Ihr neues Projekt? Sie haben keine Fantasie. Und da hat der Kollege Frankenberger ausdrücklich recht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat die Frau Abg. Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit 1992 steht der Ausbau der Bahnstrecke Frankfurt-Fulda im Bundesverkehrswegeplan. Gut, dass jetzt endlich etwas passiert, denn es wird höchste Zeit. Denn auch wenn jetzt alles wie am Schnürchen klappt, wird es wohl noch ein Jahrzehnt dauern, bis das Projekt überhaupt vollendet ist. Lobenswert ist in dem Fall das transparente Planungsverfahren mit seinen Bürgerforen. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung, die Menschen vorher einzubinden, statt dass sich der Bau durch langwierige Prozesse verzögert, meine Damen und Herren. Schnelle Zugverbindungen sind wichtig, wenn man das Ziel hat, die innerdeutschen Flüge auf die Bahn zu verlagern und auch wenn man endlich Alternativen zum Auto schaffen will. Und da gibt es noch eine ganze Menge zu tun, denn durch diese Entscheidung für diese Trassenführung nach Fulda ist jetzt klar, dass wir eine andere Lösung für den Fernverkehr Richtung Würzburg brauchen. Diese Züge werden weiterhin über Aschaffenburg fahren. Und hier ist jetzt ein schneller Ausbau nötig und genauso der Weiterbau von Fulda Richtung Erfurt an die neue Schnellstrecke nach Berlin. Auch den Engpass Frankfurt-Mannheim, auch den gilt es jetzt schnell zu überbrücken. Das heißt, es ist gut, dass es diese neue Strecke jetzt gibt, aber es ist noch eine ganze Menge zu tun, um eben hier wirklich Verbesserungen zu schaffen. Aber, und damit komme ich zu unseren entscheidenden Aufgaben in Hessen, dabei dürfen wir die Fläche nicht vernachlässigen. Die schnellen Verbindungen zwischen den Großstädten nutzen nichts,
wenn man die Zeit wieder auf den Zubringern im Regionalverkehr verliert, weil der Takt beispielsweise so schlecht ist, dass jeder Zeitvorteil beim Umsteigen wieder verloren geht, oder aber weil das eigene Dorf gar nicht brauchbar an den ÖPNV angeschlossen ist. Das Basisnetz in der Fläche aus Regionalbahnen und Bussen muss gut ausgestattet sein, attraktive Fahrzeiten haben und intelligent vertaktet sein. Ob beispielsweise die 13 Minuten Zeitgewinn der Ausbaustrecke Frankfurt-Fulda den Menschen tatsächlich nutzen wird oder ob sie danach nur länger am Bahnsteig stehen und auf den nächsten Zug warten, ja, meine Damen und Herren, das steht und fällt mit dem Takt. Man muss Bahnstrecken ausbauen, reaktivieren und elektrifizieren, wenn es mit der Verkehrswende ernst gemeint ist. Neubaustrecken müssen Menschen an den mitten durch die Orte verlaufenden Altbaustrecken von Lärm befreien, beispielsweise im Rheintal, wo das ja ein sehr drängendes Problem ist. Und es müssen dringend neue Kapazitäten geschaffen werden, gerade auch, um Menschen und Güter von der Straße noch aufnehmen zu können. Gerade das rasant wachsende Rhein-Main-Gebiet bräuchte dringend eine erhebliche Kapazitätserweiterung, wo das Netz seit dem Ende der 80er Jahre weitgehend stagniert. Die meisten Ausbauprojekte, die derzeit laufen, darauf ist schon hingewiesen worden, sind bereits seit Jahrzehnten geplant und überfällig, wie der Ausbau der S6 nach Friedberg oder der Regionaltangente West oder eben die Strecke nach Fulda. Was wir wirklich bräuchten, wären neue Projekte, die jetzt dringend geplant werden müssten, um die Kapazitäten einfach jetzt gerade auch im Rhein-Main-Gebiet deutlich zu erhöhen. Und da kommt von dieser Landesregierung und da kommt von den Grünen leider viel zu wenig. Wir diskutieren in diesem Haus immer wieder über Bürgerbusse und Mitnahmebänke, aber das kann doch keine Alternative zu einem attraktiven, flächendeckenden ÖPNV-Angebot sein. Und da würde ich mir in der Tat mehr Ideen wünschen, mehr Vorschläge wünschen, weil wenn man möchte, dass der ländliche Raum nicht abgehängt wird und die Kapazitäten im Rhein-Main-Gebiet ausgebaut werden müssen, dann hätten wir eigentlich gestern damit anfangen müssen, damit wir wirklich über Verkehrswende reden können und damit wir das in ein paar Jahren hinkriegen, weil jede Verzögerung rächt sich, weil man am Ende dann wieder Jahrzehnte weiter ist und wieder nichts passiert ist. Wir haben bei der Attraktivität der bestehenden Strecken noch viel zu tun. Wir haben aber auch viel zu tun im Bereich der Bahnhöfe. Hier lässt vielerorts die Barrierefreiheit zu wünschen übrig. Bei den Bahnhofssanierungen geht es zum Teil nur schleppend voran. Auf dem Land müsste vielerorts erst einmal ein grundlegendes, verlässliches ÖPNV-Angebot hergestellt werden, das in Attraktivität und Flexibilität wenigstens annähernd mit dem eigenen Pkw mithalten kann. Und 3 Schulbusse am Tag bedeuten das nicht. Und der ÖPNV muss so günstig sein, dass die Menschen auch umsteigen. Wir sagen, am besten perspektivisch kostenfrei, meine Damen und Herren. Also, es gibt keinen Grund, die Hände zufrieden in den Schoß zu legen, weil das seit den 80ern geplante Projekt jetzt in Fahrt kommt. Die Bahn ist die sinnvollste Form der Elektromobilität, ob als Eisenbahn oder als Stadtbahn. Und hier gibt es noch viel zu tun. Eine neue Strecke ist ein großer Schritt nach vorne, aber eine neue Strecke macht noch keine Verkehrswende. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Meine Damen und Herren, ich unterbreche mal ganz kurz die Debatte und möchte die Gelegenheit nutzen, unserer Kollegin Gabriele Faulhaber, die heute einen halbrunden Geburtstag begeht, ganz herzlich zu ihrem Geburtstag zu gratulieren. Alles Gute! So, meine Damen und Herren, dann können wir in der Debatte weiterfahren. Es hat jetzt das Wort der Kollege Uli Kasper, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Für Hessen ist die Infrastruktur und der Ausbau der Infrastruktur außerordentlich wichtig. Deswegen begrüßen wir,
dass alles getan wird, um die Infrastruktur in unserem Land weiter zu verbessern, insbesondere die Verkehrsinfrastruktur. Sie wissen ja, an Hessen führt kein Weg vorbei, ist für uns von essentieller Bedeutung. Deswegen sind wir sehr froh, dass das Schienenprojekt Hanau-Fulda jetzt mit einem weiteren positiven Schritt vorangeht. Kollege Lenders hat ja darauf hingewiesen, dass leider eine frühere SPD-geführte Bundesregierung dieses Verfahren ja lange verzögert hat. Denn es war eben so, dass damals die Mittel einfach nicht bereitgestellt wurden, obwohl alle Untersuchungen zeigen, wie wichtig das Projekt gerade für Hessen, für das Rhein-Main-Gebiet, für das Main-Kinzig-Tal ist. Deswegen ist das auf wenig Verständnis bei uns gestoßen. Gleichwohl haben wir als CDU in Hessen dieses Thema immer engagiert und positiv verfolgt. Es wurde darauf hingewiesen, dass unter Posch im Jahr 2012 das Verfahren ja hier erneut wieder angeschoben wurde. Und von der jetzigen Regierung, und da möchte ich Herrn Al-Wazir besonders für danken, besonders engagiert dann weiterverfolgt wurde. Meine Damen und Herren, diesmal, und dann hat man aus Stuttgart 21 sicherlich gelernt, hat man im Vorfeld eine sehr breite Bürgerbeteiligung herbeigeführt, ein Dialogforum. Insgesamt gab es bei der Frage, wie wird die Schienentrasse geführt zwischen Hanau und Fulda, die Schnellverkehrstrasse, 130 verschiedene Varianten, die man zunächst prüfen konnte, die dann verdichtet wurden auf 7 Varianten, zuletzt auf 2. Und jetzt hat man sich auf eine geeinigt. Diese eine ist immerhin eine Strecke von 44 Kilometern. Davon sind 28 in Form von Tunneln zu erbringen. Und Sie sehen daran, welch großer Aufwand hier getrieben wird. Warum macht man das? Man macht es deswegen, weil es natürlich den Fernverkehr beschleunigt, aber, was für uns in Hessen besonders wichtig ist, damit natürlich auch zusätzliche Kapazitäten frei werden für den Nahverkehr. Und das ist, glaube ich, entscheidend, dass auch die Pendlerinnen und Pendler z.B. aus dem Main-Kinzig-Kreis schnell an ihren Arbeitsort, sei es in Hanau oder sei es in Offenbach oder in Frankfurt, kommen können. Denn momentan haben wir eine Überlastung, gerade zu den Berufsverkehrszeiten dieser Schienentrasse. Deswegen ist es sinnvoll und richtig, diese Parallelfernverbindung dort aufzubauen, damit die bisherigen Trassen frei bleiben für den Regionalverkehr und für den Regionalverkehr das Zugangebot verbessert werden kann. Wir brauchen, weil wir eine sehr positive wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land haben, wir haben mehr Arbeitsplätze, so viel wie noch nie in Hessen. Wir haben einen Zuzug in den Ballungsraum. Die Menschen ziehen hierher, weil es attraktiv ist, hier zu leben. Und dazu gehört eben auch, dass wir die Infrastruktur systematisch und ständig ausbauen. Dieses Verfahren ist ein weiterer Schritt dazu. Allerdings erwarten wir jetzt auch von der Bundesebene, dass sie endlich das Thema angeht der Verfahrensbeschleunigung. Hier hat ja die Große Koalition in ihrem Vertrag reingeschrieben, dass sie das Thema endlich angehen will. Und wir hoffen natürlich darauf, dass es in einer Form erfolgt, dass es auch wirklich zu einer Beschleunigung führt und man nicht nur an ein paar kleinen Stellschrauben dreht, zumal man auch da das Rad nicht neu erfinden muss. Denn wir wissen ja, bei den Verkehrsprojekten Deutsche Einheit war es eben sehr schnell möglich, Verkehrsprojekte auch zu realisieren. Man muss nur die damaligen gesetzlichen Bestimmungen jetzt z.B. für 10 Jahre anwenden, damit der Stau der Infrastruktur abgebaut werden kann. Wir hoffen, dass die Bundesregierung sich hier entsprechend in dieser Richtung bald bewegt, damit wir auch dieses Projekt zügig umsetzen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Caspar. Für die Landesregierung spricht der Wirtschaftsminister Al-Wazir.
Bitte sehr, Tarek. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, der Verkehr, besonders im Rhein-Main-Gebiet, nimmt seit Jahren zu. Und ja, neben den Autobahnen sind auch die Schienenverbindungen längst an ihre Grenze gestoßen. Es ist auf den meisten Gleisen im Rhein-Main-Gebiet so, dass kein einziger zusätzlicher Zug mehr auf die Gleise passt. Und das müssen wir verändern, und dazu brauchen wir Baumaßnahmen, dazu brauchen wir neue Strecken auf der Schieneninfrastruktur. Die Strecke Frankfurt-Fulda ist einer dieser großen Engpässe. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir da jetzt einen entscheidenden Schritt vorangekommen sind. Ich will an dieser Stelle noch einmal sagen, ja, natürlich ist es nicht nur diese eine Strecke. Aber wenn Sie sich einmal anschauen, was wir jetzt gemeinsam mit vielen anderen Partnern in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben, die ganzen Projekte von Frankfurt Rhein-Main Plus und alles, was damit zusammenhängt, das stimmt, die sind nicht neu, die sind von Anfang der 2000er. Aber ich lade Sie an dieser Stelle auch ein, schauen Sie sich das einmal an, auf frmplus.de im Internet 12 Projekte mit einer Summe von insgesamt 12 Milliarden Euro, von denen übrigens 1 Milliarde vom Land kommt, obwohl ja die Bahn eigentlich sozusagen eine Bundesgesellschaft ist an dieser Stelle. Das wird dazu beitragen, dass wir den Verkehrsstau, den Verkehrsinfarkt, den wir teilweise an bestimmten Punkten haben, dass wir dem etwas entgegensetzen, dass wir den Verkehr im Rhein-Main-Gebiet mobil halten. Und so ganz nebenbei darf man das auch nicht vergessen, ein Drittel unserer Treibhausgase kommen aus dem Verkehr in Hessen. Und natürlich ist die Schiene, die Elektromobilität auf der Schiene ist ja über 100 Jahre alt, eine der entscheidenden Antworten auf genau diese Fragen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da geht es nicht nur um Hanau-Fulda, da geht es um Frankfurt-Mannheim, da geht es um den Frankfurter Bahnknoten insgesamt. Es geht um die Nahverkehrsvorhaben, Nordmainische S-Bahn, drittes, viertes Gleis der E6 in Richtung Bad Vilbel und weiter in Richtung Friedberg. Es geht um die Regionaltangente West. Dazu vielleicht am Schluss noch etwas. Aber ich will zu Hanau-Fulda, das ist ja der Anlass der Aktuellen Stunde, ausdrücklich sagen, wir müssen an dieser Stelle diesen Engpass beseitigen, und zwar für den Fernverkehr und den Regionalverkehr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weil, das vergessen die meisten Leute, es ist nicht nur so, dass der Fernverkehr ein Problem hat und dass es darum geht, den Fernverkehr zu beschleunigen, an dieser Stelle zwischen Frankfurt und Fulda um 11 Minuten. Wenn ich da auch mal sage, dass dann manche sagen, was macht denn das aus, der Unterschied 2 Minuten hier oder da, muss ich an dieser Stelle sehr konkret sagen, 2 Minuten schneller oder kürzer bedeutet z.B. die Frage, ob in Hanau der ICE hält oder nicht. Und das ist am Ende für die Frage der Attraktivität von Fernverkehrsverbindungen auch in der Region eine der wichtigen Fragen, dass es nicht nur Verbindungen Frankfurt-Kassel gibt, sondern auch Halte dazwischen, dass man die darstellen kann. Und das ist nicht zu unterschätzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ausdrücklich, wenn der Fernverkehr dann auf der neuen Trasse ist, dann gibt es überhaupt erst die Möglichkeit, den Regionalverkehr so fahren zu lassen, wie wir ihn alle wollen, nämlich im Takt, schnell, zuverlässig, pünktlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin sehr froh, dass wir in Gesprächen mit der Bahn und dem RMV schon über die Frage jetzt nachdenken, was an zusätzlichen Angeboten möglich ist, wenn diese Strecke einmal fertig ist. Ausdrücklich, der Hessen-Express soll dann fahren zwischen Fulda und Frankfurt durch den Main-Kinzig-Kreis und auch denen etwas bringen, die sozusagen zwischen den Fernverkehrshalten fahren, weil wir davon ausgehen, dass nur, wenn wir diese zusätzliche Kapazität haben, zusätzliche Angebote im Regionalverkehr überhaupt machbar sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen nützt es denen, die im Fernverkehr sind, aber auch denen, die im Regionalverkehr unterwegs sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, man muss es ja sagen, dieses Dialogforum hat erst einmal Zeit gekostet. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass die transparente Beteiligung von Beginn an der Schlüssel ist, wie wir die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen
wie wir auch von dem Wissen der Bürgerinnen und Bürger profitieren. Ich bin sicher, dass diese Vorzugsvariante, die jetzt ins Verfahren geht, besser ist, als sie gewesen wäre, wenn nur die Bahn alleine sie sich ausgedacht hätte, meine sehr verehrten Damen und Herren, und auch auf mehr Akzeptanz stößt. Auch das ist am Ende eine gute Nachricht, weil wir dann nämlich hinten raus schneller werden in der Umsetzung dieser Verfahren. Da bin ich sehr sicher. Und deswegen ausdrücklich, sie bietet auch die Chance, Lärmbelastung zu senken, zusätzliche Kapazität, nächtlichen Güterverkehr auf die Neubaustrecke zu verlagern und auch bei der Bestandsstrecke Lärmschutz umzusetzen und die Bahnhöfe barrierefrei auszubauen. Und deswegen ein letzter Punkt, der mir wichtig ist. Wir reden über viele Projekte. Und natürlich müssen wir uns auch Gedanken machen, Herr Lenders. Wir müssen uns Gedanken machen über die Frage, was folgt danach. Natürlich brauchen wir nach der Regionaltangente West auch die Regionaltangente Süd und die Regionaltangente Ost. Aber was wir doch gemerkt haben, ist, dass es einerseits wichtig ist, langfristig zu denken, aber andererseits auch wichtig ist, das, worüber wir seit Jahrzehnten reden, endlich einmal in die Tat umzusetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Beides muss gemacht werden. Und ich bin überzeugt, letzter Satz, Herr Präsident, dass jeder Meter Schiene uns da hilft, egal ob im Fernverkehr, im Regionalverkehr oder im Stadtverkehr. Und das muss ich an dieser Stelle schon noch einmal sagen in Richtung der FDP. Spannende Frage ist dann, was konkret Sie sich am Ende vorstellen. Weil wenn man sagt, wir brauchen zusätzliche Schienen, dann braucht das auch die Unterstützung vor Ort. Und komischerweise, jedes Mal, wenn wir an die konkrete Umsetzungsmaßnahme von irgendeinem Schienenprojekt gehen, finde ich die FDP auf der anderen Seite der Barrikade. Lichtwiesenbahn in Darmstadt, FDP dagegen. Citybahn in Wiesbaden, FDP dagegen. U2-Verlängerung von Gonsenheim nach Bad Homburg, FDP dagegen. Ich kann Ihnen nur sagen, am Ende ist es nicht nur so, dass man darüber reden muss, was man alles will, man muss es auch umsetzen und dafür kämpfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich glaube an dieser Stelle, dass wir an diesem Punkt keine Nachhilfe brauchen, sondern viel Unterstützung von möglichst vielen Akteuren in dieser Gesellschaft. Ich bin sehr sicher, dass wir die auch bekommen werden. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Minister. Es war ein beeindruckender letzter Satz, den Sie vorgetragen haben. Damit können wir den Punkt 68 als behandelt ansehen.